Hey Bro. Hey, guck, wie du aussiehst. Wie sieht schon aus? Ja, auf jeden Fall nicht gut. Hä? Hallo, hä? Die Junge, deine Haare. Guck mal, deine Haare. Junge, ich sehe, ich bin momentan ein bisschen krank deswegen. Nein, nicht ein bisschen krank. Du gehst jetzt mal ein bisschen Haarschneiden. Deine Haare, guck mal, deine Haare. Was ist denn mit den Haaren los? Guck mal, vorne deine Haare. Hier? Ja. Junge, chill doch, Alter. Das ist doch echt. Nein, du musst fresh aussehen. Du hast recht. Ja? Du hast recht. Komm mal. Du hast recht. Ich muss fresh aussehen, ja? Let's go. Was? Let's go. Ey, was ist in mir Hey. Siehst du krank aus? Ja. Echt? Ja. Ich dachte mal, so sieht von wie ein Playboy aus. Nein. Nein. Echt nicht? Nein. Scheiße. Was machen wir? Was sollen wir jetzt machen? Zum Friseur gehen. Was? Zum Friseur gehen. Was? Zum Friseur? Ja. Kommst du mit dann? Natürlich. Let's go, sollen wir jetzt zusammen? Ja. Wir gehen. Fuck you. Don't rush, slow touch, why don't why? Like a go crunch, I am gone by. Like a go bus, I for I. Make a lose trust, why one? Easy pop, go with the go, go with the go up. Catch my vibe, let me go off. London. Leute, ich muss gerade ein bisschen fühlen, ihr wisst Bescheid. Bei mir ist halt so, wenn ich Auto fahre, losfahre, ey, ich brauch meine Vibes. Ich muss Stimmung sein. Ey, Leute, ich spiel, ne? Bei mir, die Leute, die mit mir schon mal mitgefahren sind, wissen, wenn ich Auto fahre, ey, ist wie, als würde ich im Club tanzen. Sag ich euch so. Weil die Vibes, die wollen raus, die klopfen, die drücken sich raus. Die wollen unbedingt. Auf jeden Fall, jetzt gerade sind wir auf dem Weg zu meinem Barber. Er schneidet bei sich zu Hause immer. Und, ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Und fahren jetzt wir sind 5 bis 10 Minuten da. Dann let's get a poppin', ne? Wir sehen uns gleich mal. Peace out. Was geht, Leute? Wir sehen wieder aus. Mein kleiner Bruder hat. Mein kleiner Bruder die Haare geschnitten. Jetzt bin ich dran. Und, let's get a poppin'. Wie ihr seht. Der Doktor holt gerade seine Sachen raus. Er holt gerade seine Sachen raus und gleich geht's ans Eingemachte, sagen wir mal so, ne? Eine OP wieder, sagen wir mal so, Leute, diese OP muss eigentlich jede Woche kommen. Jetzt gerade bin ich echt sehr, sehr krank. Sehr, 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 ganz, das ist wirklich Endstadium. Ehrlich, Leute, vertraut mir. Weil ich fühle mich auch unwohl. Ungelogen. So wie ich jetzt gerade bin, ich fühle mich richtig unwohl. Ich komme so gar nicht mehr richtig klar, ne? Ehrlich. Deswegen so, ich wäre eigentlich mit Durek rumgelaufen, aber ich habe mal mit Durek Kopfschmerzen davon bekommen. Aber jetzt, ich freue mich jetzt. 1, 2 Minuten. Dann sehe ich wieder aus wie. Ich sehe besser aus als Chris Brown. Zum Lachen, ne? Ich meine ernst jetzt. Jetzt Chris Brown.
Come on. We back. Come on, Chase. Look at that. Come on, you. Die OP war erfolgreich, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst auch Bescheid. Jeder weiß Bescheid, ja? Come on, Chase. Shot. Say, whoa, shot. Come on. We back. Ey, sag ich, Leute, ja. Immer euer Hallstein. Ihr spielt. Scheiße. Und jetzt euch. Ja, was gab es denn? Ey. So. Ja, aber. So kannst du es. Speicher, so kannst du es. Ja, ja. Also, ihr wisst Bescheid, Leute. Wir sind gerade hier beim Harnstein gewesen. Das ist das Endergebnis. Und wie ihr seht, ist fresh. Ist fresh. Was soll ich denn sagen? Ist fresh. Guck mal. Ihr habt eben gesehen, wie ich am Anfang aussah. Ich bin wieder fresh. So, ihr wisst, wer will mit mir mithalten? Wer? Chris Brown? Wer ist das? Wer ist das? Diese ganzen Leute aus Amerika, wer sind die? Weil jetzt, ich bin wieder da. Gypsy ist wieder da, Mann. So, ich bin mit mir? Kein Spaß. Come on. Auf jeden Fall, Leute. Wie gesagt, kannst du nicht weiter, ja. Auf jeden Fall, Leute, ich sage euch ehrlich, Haare schneiden ist ein wichtiges Thema. Ungelogen. Weil, ich sage euch so, ihr könnt schön aus, ihr könnt Klamotten anziehen, Marken, das. Wenn eure Haare nicht stimmen, ihr seht aus wie ein Penner. Ihr könnt dreckige Sachen anziehen, wenn der Haarschnitt stimmt, Leute werden euch trotzdem sagen, ey, oh, der ist trotzdem fresh. Weil Haarschnitt, das zeigt, ob du ein dreckiger Mensch bist, ob du... Man nimmt dich nicht ernst, Mann. Wie soll man dich ernst nehmen, wenn deine Haare hier komisch aussehen? Sei mal ehrlich. Wie soll man dich ernst nehmen hier? Deswegen, ich könnte jetzt die Frau fragen. Girls, was sagt ihr? Haarschnitt ist ein wichtiges Thema. Ich sehe viele meiner Brüder, viele andere Leute, die scheißen drauf. Die schneiden deren Haare nicht. Leute, was macht ihr da? Das ist auch ein Ding, warum wir vielleicht die oder die nicht abbekommen. Weil ich sage euch ehrlich, Leute. Ein Haarschnitt kann ein Mensch verändern, Mann. Come on. Ihr habt gesehen, ich sah gerade aus wie ein Bär, Grizzlybär. Jetzt sehe ich aus wie ein Topmodel. I'm joking. Nein, Mann. No jokes, Mann. Ich mein's ernst. Deswegen, hör mal. See ya, Dad. Auf jeden Fall, Leute. Ich hab mich mitgenommen zu meinen Haaren schneiden. Und auf jeden Fall, so ist also kleiner Vlog-mäßig. Und, ja, wenn ihr auch sowas ab und zu sehen wollt, ich habe euch gesagt, 30 Tage, 30 Videos, deswegen lade ich auch sowas hoch. Morgen kommt wieder ein Skivideo aus Düsseldorf. Und ja, man, peace out, Leute. One love, abonnieren, liken und was noch, die Glocke aktiv machen. Please, Leute, see ya, ja? Let's get it poppin'. Oh ja, ich habe einen Namen für euch. Die Wagwans. Come on, wir sind die Wagwans. The Wagwans. Ich hab keine Lust auf diese Chips Family, das Family. Wagwans. Ihr seid die Wagwans. Schreibt rein, gefällt euch der Name. Wagwans. Let's get it poppin'.